Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK Survival Evolved zusammen mit German. Let's play! Hallo, ich bin's! Leute, abonniert beide Kanäle, um keine zukünftigen Folgen von ARK Survival Evolved mehr zu verpassen und aktiviert natürlich die Geilo-Glocke. Leute, wir haben es geschafft. Hier wird ein bisschen geschnackselt, habe ich das Gefühl. Claudio ja. Und Edgar, die haben wir in der letzten Folge eingesperrt in ihr Liebesnest. Eingesperrt? Also, das ist eingesperrt, weil die Zuschauer haben geschrieben, weil wir müssen die auf Wandern stellen und ansonsten gehen die irgendwie... Hä? Zu weit weg? Kein Bock mehr? Nee, hier vorne sind gerade einfach Steine explodiert. Achso, ja, das war ich. Das war's ja nicht. Ja, ich sammel gerade. Ach, da hinten ist Klumpi, Junge. Ja. Ah, lass uns mal eine Sache machen. Da hinten sind gerade Steine explodiert, Manuel. Ja, aber es war so mega krass. Ey, Raptor, was ist denn nur... Ich verstehe diesen Raptor nicht. Leute, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht wisst ihr, was mit ihm los ist. Weil ich check's halt nicht. Gewicht ist halt... Obwohl, warte mal. Vielleicht bin ich mit meinem jetzigen Gewicht... Ja, genau. Zu fett. Der Raptor ist doch richtig empfindlich, was das angeht. Ja, aber ich hatte wirklich fast gar nichts mehr dabei. Es ist ein kleiner Raptor. Jetzt nochmal. Ich wiege jetzt unter 100. Es müsste passen. Aber er bewegt sich trotzdem nicht. Ich guck gleich mal. Ich gehe gleich mal mit richtig wenig Gewicht drauf. Vielleicht mag er dich nicht mehr. Ich hab auch mega wenig Gewicht. Ich hab 61. Okay, ich hab wirklich nichts Wichtiges mehr dabei. Und der Raptor bewegt sich nicht. Dann hat er vielleicht wirklich keine Lust auf dich. Ich weiß es nicht. Verhalten, Folgen aktivieren. Ah, warte mal, aber wir bräuchten Edgar und Claudia für den T-Rex. Ja. Ist schon ein Baby da? Nee. Ja, ist die Frage, wie lange das dauert. Aber wir könnten die jetzt mitnehmen und dann später, wenn wir aufhören aufzunehmen, die da wieder reinstellen. Ja, das könnten wir auch machen, wenn das dann nicht das Ganze stoppt. Naja, man kann es ja wiederholen. Obwohl, wir wollen ja eigentlich den T-Rex, wollen wir den nicht eher zähmen? Nee, oder? Also, wenn wir da, ja doch, wenn wir das schaffen. Ja klar, komm mit. Warte, ich baue gerade Wände, guck mal, ist doch spitze. Dann haben die mehr Ruhe. Ja, gut, dann kommst du mit Stegi Level 12. Obwohl, nee, wir laufen einfach. Aber den Raptor nehme ich trotzdem mit, falls andere Raptoren kommen. Oh, hier, was ist denn mit dir? Komm mal her hier. So. Und jetzt attackiert der Alter, der macht in kürzester Zeit so viel Schaden. Das ist ja echt nicht mehr normal. Dein Raptor? Ja. Also der haut bestimmt viel schneller zu, macht dafür aber weniger Damage. Sie haben den T-Rex, den ich in der letzten Folge gesehen habe, sie haben ihn umgebracht. Wer denn? Der Triceratops. Ja, aber wer hat das gemacht? Ein Carnotaurus. Ja, der Carnotaurus hat bestimmt die beiden Triceratops angegriffen. Weil die sind Level 65. Wow. Edgar wird die einfach wegracken. Also, ja, das wäre aber geil gewesen, hätten wir den Inventar öffnen. Hier ist eine Notiz. Notizen der Rockwell-Rezepte. Aber ansonsten hat er nicht großartig was. Dann schnappe ich mir mal sein Leder. Rohes Filet, Keratin. Und weg ist er. Ey, hier ist ja so ein riesiger Langhals. Warte mal, was ist das für ein Dino? Das ist ein Diplodocus. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Was hat er... Hat er mich gerade angegriffen? Sollen wir den lass den mal abschießen. Oh Gott, ich glaube, der attackiert uns. Ja, ich mach die Narkosepfeile drauf. Ja. Komm, den holen wir. Ich habe 70 Stück dabei. Okay, ja, warte, ich muss bei dem Raptor einmal... Na, ich schieß, mal, lass dir Zeit. Okay. Oh, er greift Klumpi an, nimm mal Klumpi und renn weg. Oh Gott, komm mit. Nimm Klumpi und renn weg. Ja, ich muss erstmal an Klumpi rankommen, warte. Komm rauf, weg. Raptor, komm, lauf. Also läuft sehr gut. Ich schieß. Der hat schon 10 Falle Intus. Okay. Ich stell hier hinten beide mal Verhalten, deaktivieren, folgen. Und ich glaube, Klumpi folgt sowieso niemandem. Dann ziehe ich jetzt auch schnell die Pfeile drauf. Ja, also irgendwas macht er da gerade und ich weiß nicht. Ach, der hängt am Lagerfeuer fest. Lol. Ja, nice. What? Wie geil ist das denn? Okay, ich baller auch rein. Ist die Frage, bringt Kopf bei dem Vieh mehr? Oh. Nee, ich glaube nicht. Oh nein, er hat's. Nein, wieso rennt er denn jetzt ins Wasser? Was Keine ist denn Ahnung. Mit diesen Dinos los? Will er okay, sterben? Nicht mehr weiterschießen. Na, er flüchtet. Ja, er flüchtet. Nein. Warum jedes Mal? Aber vielleicht haben wir Glück. Ich habe keine Narco-Berries. Ich habe nur zwei. Der also das Gute ist, dass hier ein riesiger Stein ist, sodass die Viecher ihn vielleicht nicht finden. Aber der hat nicht unendlich viel Atem, ne? Oh nein, er ist tot. Er ist gerade aufgestanden. Ja, irgendwas ist da passiert. Ja, Mist. Oder ist er aufgestanden, weil er... Nee, er ist tot, er ist getrunken. Oh Mist, ach, Alter, das wäre so krass gewesen. Ja, aber wir können ihn abbauen, komm. Ja, bau ihn ab. Ich guck mal so 2 Meter in den Wald rein. Ist schon ein bisschen gefährlich gerade. Aber egal, ich gehe einmal durch den Wald. Was ist das? Oh Gott! Was denn? Das ist dieser Krallendino. Oh Gott. Raptor,
Komm, das blau. Ist natürlich geil. Was ist, wenn wir einfach mal rechts von unserer Basis gehen? Vielleicht ist der Krallendino nicht mehr da. Oder wir zerstören heute einfach mal diesen blöden Krallendino. Ich wäre dafür, den zu zerstören. Wollen wir den wirklich wegwrecken? Ja. Okay, ja. Schon alleine aus Rache. Sieht man denn irgendwie... Oh Gott, schnell wieder zumachen. Da! Hier liegt ein Ei! Echt? Eigesundheit 41%. Zu kalt! Zu kalt? Ich nehme das. Kannst du es mitnehmen? Ja, dann packst du an unseren Ofen. Nicht an den, nicht an das Feuer da. Das Feuer. Ja, wir haben doch einen richtigen... Wie heißt die Scheiße denn? Lagerfeuer-Dings-Bumster. Nein! Was denn? Das ist... Hast du es genommen und einfach auf den Boden geworfen? Wir müssen die beiden noch auf anderen schicken. Ja, dann können wir jetzt den Krieg anfangen. Junge, was hast du denn getan? Och, Menialisma, ich mag das gar nicht erzählen, was mir passiert ist. Ich habe halt das Item in meine Leiste umgezogen. Und dann Linksklick? Nein, und dann habe ich halt irgendwie die Null gedrückt. Du hast es gegessen? Alter, Alter. Alles klar, ich bin raus. Hallo Edgar, hallo Claudia, es tut mir leid. Könnt ihr bitte nochmal verhalten? Da gab's einen Unfall. Wo war denn das noch? Ach, da waren dann... Aber die wollen nicht mehr. Ja, vielleicht ist das zeitlich begrenzt. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich können wir die echt einfach kochen dann. Ganz normal. Ja, und vielleicht brauchen wir eine eine Dingenstation, wo wir die dann reinpacken können, damit die überhaupt ausgebrütet werden. Ich habe absolut keine Ahnung davon. Ich glaube, es hätte einfach nur in der Nähe von ein bisschen einfach was Wärmeres. Aber sie sind noch geschlechtweiblich Partnerbo. Ach, weil wir die jetzt krass... Aber sind jetzt ein Paar, ein richtiges. Ja. Ich finde es auch gut, wie Edgar weiblich ist und Claudia männlich. Ja. Oh, wer ist denn da? Hallo, Herr Dino. Oh, dich sollte ich doch schaffen. Oh nein, also der Satz ist schon wieder... Da hinten ist noch ein riesiger Dino. Hab ihn. Ja, komm mal zurück. Ich hab was. In unserem Häuschen. So, okay. Ich komm. Du hast eine Kochstelle gebaut? Ja, ja. Oi. Ist nicht besser? Nein. Oh. Ja, ja, perfekt. So, Raptor, du musst hier bleiben. Und Claudia auch. Wir holen uns jetzt den Dicken. Oh. Okay, ich bin ready. Ja, du willst jetzt den Dicken zähmen? Ja, ja, hier hinten ist der Dicke. Hier ist noch ein Freund von ihm. Aber der Gefährliche ist halt nicht da. Keine Ahnung warum. So, hallo. Oh, oh. Was denn? Oh, dahinter ist ein roter Gegner. Nein, das ist einfach nur so ein Dingens. So ein Flugsaurier. Der ist einfach so, nur so, yo. Ich dachte schon, Alter, von weitem sah das echt gefährlich aus. Okay, dann bitte mal schön weg vom Strand und dann reinböllern. Bereit? Ja. 3, 2, 1. Go! So, lass, er soll... Ey, fliegt jetzt schon? Nee, der dreht sich um. Der hat Probleme wieder. Ja, er kommt. Geh ein bisschen weg. Hoffentlich hängt er irgendwo fest, der Willi. Immer schön weiter in Dingensnähe, ja. In Waldnähe. Wo in Waldnähe würde ich jetzt auch nicht unbedingt, weil das sehr gefährlich sein könnte mit dem Mobs. Ich will ihn gerne einmal ins Gesicht schießen. Oh, er liegt. Ja! Er legt sich hin. Ja, oh, sehr perfekt. Schön. Oh, ja. Oh, das ist sogar ein Brontosaurus. Zieh dir das mal rein, alter Schwede. Warte, zieh dir das mal rein. Oh, geil. Das erinnert mich so sehr an Littlefoot und Co. Stimmt, in einem Land von unserer Zeit, Littlefoot wo der Vater stirbt. War auch ein Brontosaurus, glaube ich. Langhals. Wir können hier mal ja trotzdem weiter längs gehen. Ich guck mal. Ja. Ah, hier hinten sind Raptoren. Könnte man sich eigentlich noch mal welche gönnen, oder? Hast du schon aufgespannt, die Pfeile? Nee, ich habe meine Fackel in der Hand. Aber ich kann natürlich so, auch, warte. Krass, meine Fackel ist gerade kaputt gegangen. Oh. Mach mal Fackel an. Hier waren sie eben noch vor einer Sekunde. Also, ja, die okay. Sind halt schnell, ne? Hier ist ein kleiner Raptor, ja toll. Es waren definitiv nicht die kleinen. Oh, ich glaube, ja, ja, bei mir. Okay. Hilfe. Ja, ich liege, komm. Was? Ja, ja, renn. Schieß direkt drauf. Ja, ich schieß drauf. Ich stehe wieder. Jo, sie kommt. Okay, oh, noch einer. Alles klar, Leute, alles klar. Okay, ich sehe nichts. Ich werde sterben. Was soll ich machen? Ich glaube, sie rennen weg. Schießen. Ja, ich sehe halt nicht. Weg. Ja. Ja, hab ihn nochmal. Ja, ich glaube, er liegt. Oh, ja, der andere ist da. Oh Mist. Warte, ich muss meine Fackel reparieren. Schieß einfach. Ich habe eine Fackel in der, du siehst doch was. Schieß. Jo, genau. Jawohl, er liegt. Perfekt. Es gut, müssen beide liegen. Rein. Okay, geil. Okay. Oh, die Zähmung geht aber schnell. Fleisch rein. Und okay, ich hole mal Narco-Berries. Oh, dann hatten wir schon 3 Viecher von denen. Und hier hinten leuchtet irgendwas rot. Oh, ich werde angegriffen. Oh nein. Doch ein Raptor. Oder irgendwas. Ja, das war nur so ein kleiner. Ja, du musst den echt kriegen. Ich bin fast down. Ja, ich attackiere ihn doch mit den Dingen. Ja, ich habe ihn fake gemacht. Ich bin auch bewusstlos. Als ob. Junge. Menü.
Mach doch auf! Mach doch auf! Ah, ich sehe sogar die Betäubung. Warte mal, wo sind die? Oh! Pack mir ein paar Narco-Berries rein. Das wäre so geil. Ey, da hinten, ich muss da hin. Ich weiß nicht warum, aber ich muss da hin. Ich will wissen, was in der Nacht geläuft. Oh, was ist das für ein Vogel? Was? Den habe ich ja noch nie gesehen. Guck mal. Ich habe hier irgendwas, was ich noch nie gesehen habe. Was ist das? Versorgungskiste. Level 80 zum Öffnen erforderlich. Ach komm. Das ist das, was die ganze Zeit in der Nacht so geleuchtet hat. Wo sind unsere Raptoren? Was? Nein. Was denn? Hier ist ein Raptor Level 26. Hä? Ach da, aber ja, hier ist einer. Aber wo ist denn meiner? Der war doch direkt daneben. Ah, hier. Ja, der hat doch genug. Was dauert denn da so lange? Ich baller noch mal ein paar Narco-Berries rein. Oh, ich gehe zurück zum Brontosaurier. Er liegt immer noch. Ist er tot? Hä? Oh Gott, der Vogel ist weggeflogen. Hab ich mich erschrocken. Er hat nichts mehr zu essen. Was? Er hat einfach nichts mehr. Wie viel hast du da reingelegt? 20, 30, weiß ich nicht. Er ist gerade mal bei 9%. Oh, es ist wieder runtergegangen. Ja, ja, aber es geht jetzt gerade relativ schnell wieder hoch. Weil der frisst wahrscheinlich einfach viel. Ich meine, es ist ein freaking Brontosaurier, der 7 Meter groß ist. Ja, warte, ich sammle die mal ein paar. Alter. Ach, jetzt bin ich am Verhungern. Hier ist unsere alte Basis. Echt? Oh, ja. Junge, die ist ja komplett zerstört. Ja, so lassen wir immer alles zurück. Es könnten tatsächlich die beiden Raptoren gewesen sein, die wir, ne? Ey, das wär's. Das wär echt krass. Dass wir die jetzt einfach als Diener haben. Das stimmt. Ja, wir sind eure Herren. So, Raptor, du musst leveln. Schnapp dir den hier. Ja, er hat ihn. Sehr gut. Das ging schnell. Schnapp dir jetzt den. Du musst leveln, Raptor. Leveln. Hä? Wieso greift er den an? Ich hab den nicht angegriffen. Mein Raptor wird fertig gemacht. Der wird das nicht schaffen. Was ist denn das für ein Vieh? Ja, geil. Meine Armbrust ist kaputt. Was? Wie dumm ist das denn? Raptor, komm. Kämpf doch jetzt nicht. Hat er ihn gegessen? Alter, war das komisch. Wie viel AP hast du noch? Inventar öffnen. Was geht? Oh, er hat aber auch noch mal rohes Filet. Und er kackt. Ich bin stolz auf dich. Jetzt komm mit. Das hätte böse ausgehen können. Komm mit. Ja, haben wir noch ein Glück. Bronto chillt immer noch. Wie viel? Ich guck. Raptor, schaffst du die? Bitte? Komm, mach sie fertig. Nein, du bist so dumm. Du bist so dumm, Tier. Nein, komm mit. Komm mit, lauf. Och, Raptor, ja, toll. Ach Gott, das kann nicht sein. Lass ihn los. Lass ihn einfach los. Wir haben zwei. Ja, nee, er hat gerade Dingens. Was? Als ob. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Der Raptor, auch wenn er fast tot ist, Inventar öffnen. Boah, der hat noch 66 HP. Hat gerade einen Triceratops fertig gemacht. Was? Ein Triceratops und gleichzeitig hat er auch noch so zwei Dilophosaurus oder sowas fertig gemacht. Ja, aber welches Level denn? Stand oben. Ich weiß es nicht mehr genau. Krass. Also, Respekt. Es stand oben. Vielleicht können die Zuschauer dann nochmal schreiben. Ach, er ist. Ja, ja, er ist auch gleich fertig. 95%. Auch hier, guck mal, wie mein Dino heißt. Engel in meiner Hose. Ja. Ist es nicht meiner? Nee, das ist deiner. Ja, aber ich hatte doch noch einen. Ja, der ist zu Hause. Ach so. Bin ich deiner, warum benannt? Ja, kann doch sein, dass du das verwechselt hast. Nee. Oh, ich kann ihn nennen. Wie soll ich ihn nennen? Ja! Wir nennen ihn Lang... Nee, lass ihn Littlefoot nennen. Oh Gott, wie wird das denn geschrieben? Einfach Little und Foot. Ich guck mal nach. Einfach Little und Foot? Natürlich finde ich Littlefoot. Als ob der so geschrieben wird. Hä? Okay. Nee, schon gut. Nee, der Google-Eintrag hat mich gerade nur leicht irritiert, weil er natürlich was anderes empfohlen hat. Okay, dann alle schnell nach Hause. Alle in Sicherheit bringen. Okay. Komm mit, Littlefoot. Engel in meiner Hose, komm mit. Der ist aber schon ganz schön groß. Ach, Quatsch. Alter. Ich frag mich, ob er Steine zerstören kann. Oh, Vorsicht, weg, Klumpi. Littlefoot kommt. Und einmal verhalten, deaktivieren. Fertig. So Leute, das war's mit der heutigen Folge von ARK. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um zukünftig keine neuen Folgen von ARK mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung ist German Let's Play verlinkt. Wir wechseln uns ja immer mit den Folgen ab. Die morgige Folge kommt dann wieder bei ihm.
übermorgen dann bei mir. Leute, ihr wisst Bescheid. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.